Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video möchte ich dir meine Online-Marketing-Tools verraten, ja, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Gerade wenn du jetzt vielleicht am Anfang deines Business stehst, wenn du gerade dabei bist, ein neues Geschäft zu starten und wenn dich ja das Thema Online-Marketing interessiert, dann gibt es dort eine Fülle an Tools, ja, und an Inhalten, die du konsumieren kannst. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Tools sind für mich ja am besten geeignet, ja, und welche Tools setze ich für welchen Zweck am besten ein. Und damit du hier einen kleinen Überblick behältst, ja, und schon mal quasi so eine Art, ja, Vorselektion für dich hast, möchte ich dir eben meine Tools zeigen. Und deswegen gehen wir jetzt gleich auf den Rechner und ich werde dir jetzt ein paar, ja, Tools zeigen, die ich gerne nutze und auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Ja, und das erste Tool ist definitiv WordPress. Wie du hier schon lesen kannst auf der Seite von WordPress.com, 28% aller Webseiten im Internet werden mit WordPress betrieben. Und WordPress ist quasi ein Content-Management-System, mit dem du ja sehr, sehr einfach ja deine Seite einfach erstellen kannst, wo du deine Seiten und Blogartikel verwalten kannst, bearbeiten kannst. Du kannst sehr schnell deine eigene Webseite erstellen. Das Tolle an WordPress ist nicht nur, dass es einfach ja sehr stabil läuft und immer weiterentwickelt wird, sondern du kannst durch Erweiterungen, sogenannte Plugins, kannst du ja deine Webseite, deinen Blog komplett an deine Bedürfnisse anpassen und kannst dementsprechend eine wunderbare Webseite gestalten, ganz so, wie du es möchtest. Kannst natürlich auch eigene Medien hochladen und. Also es gibt nichts, was du ja mit WordPress nicht tun kannst. Ein weiteres Tool, auf das ich nicht mehr verzichten möchte, ist der WP Profit Builder. Der WP Profit Builder ist ein Webseiten-Editor mit vielen, vielen Vorlagen und Templates, der dir schon ja hochkonvertierende Verkaufsseiten, Landingpages zur Verfügung stellt. Du kannst dort damit sehr, sehr einfach ja Webseiten dementsprechend gestalten. Der Vorteil, du siehst hier schon einige Templates, die schon dort hinterlegt sind. Ja. Du kannst Opt-in-Pages machen, Sales-Pages, Member-Portale, Webinar-Seiten. Ja, also wie gesagt, da bleiben keine Wünsche offen. Und gerade am Anfang, wenn du ja noch nicht genau weißt, wie soll eine Landingpage optimalerweise aufgebaut sein, da empfehle ich grundsätzlich immer mit sogenannten Vorlagen und Themes eben oder Templates eben zu arbeiten, ja, weil diese ja schon ja im Einsatz sind und getestet wurden und von daher hast du auch ja am Anfang relativ schnell auch gute Ergebnisse. Du kannst nur noch hier, wie du hier siehst, einfach deine Seiten mit deinen Texten dementsprechend abändern und hast so relativ schnell ohne Programmierkenntnisse per Drag and Drop deine ja, Landingpages, Verkaufsseiten relativ schnell ja, erstellt. Hier siehst du noch ein paar Beispiele. Ja, also du kannst mit dem WordPress Profit Builder so ziemlich alles tun, ja, was du dir ja eigentlich so vorstellen kannst. Das Tolle an dem Tool ist, es ist eine Einmalzahlung, also kein Abo-Modell. Von daher lohnt es sich, das Ganze anzugucken. Ein weiteres Tool ist definitiv Google Analytics, ja, damit du weißt, welche Besuchergruppen sich auf deiner Webseite oder welche Zielgruppen deinen Blog besuchen, ist es wichtig, dass du das Ganze auch messen kannst. Du musst wissen, welche Leute besuchen deinen Blog, welche Interessen haben sie, welche Blogartikel oder welche Themengebiete werden nachgefragt, wie viele Besucher hast du, von wo kommen die Besucher und. Und dazu brauchst du eben ein Tool, mit dem du das alles messen kannst, um zu wissen, ja, was sind deine nächsten Schritte, wo kannst du optimieren, wo kannst du deine Webseite einfach verbessern. Und das alles bietet dir Google Analytics. Das Coole, das Tool ist absolut kostenfrei und gibt dir quasi ja einen Überblick, was sich denn so auf deiner Webseite alles tut. Dazu passend das nächste Tool, der Google AdWords Keyword Planner, ist ein mega starkes Tool, wo du einfach recherchieren kannst, nach welchen Keywords, also nach welchen Suchphrasen wird denn im Internet gesucht, ja, also das heißt, welche Suchbegriffe werden in die Google-Suchmaschine eingegeben und das hat natürlich dann den Vorteil, dass du dann auch nur die Menschen oder dass du halt nur Content für die Menschengruppen erstellen kannst, die für dich
und für dein Business interessant sind. Und somit kannst du dich komplett auf diese Zielgruppe dementsprechend fokussieren und die relevanten Inhalte dann auch liefern. Ja? Und da ist der Google Keyword Planner eben das Tool schlechthin, weil du hier super gute Auswertungen bekommst und sehr schnell siehst, wie oft wird zum Beispiel eine Suchanfrage monatlich im Schnitt aufgerufen und kannst so erkennen, okay, wenn etwas mehrere tausend Mal im Monat aufgerufen wird, dann scheint dort ein Bedarf zu sein und kannst dementsprechend dann relevanten Content für deine Webseite und dementsprechend für deine Zielgruppe erstellen. Ein weiteres Tool, und das liebe ich momentan fast über alles, hätte ich gesagt. Also es ist wirklich ein super cooles Tool, ist Webinarfly. Webinarfly ist ein WordPress-Plugin, wo du unbegrenzt viele Live-Webinare, aber auch automatisierte Webinare mitmachen kannst. Du hast fix und fertige Landingpages und Webinarräume zur Verfügung. Du kannst E-Mail-Marketing darüber machen, kannst auch die gängigsten, es gibt auch Schnittstellen zu den gängigsten Autorespondern. Ja, also richtig mega cooles Tool. Und gerade wenn du automatisiert online verkaufen willst, dann führt an Webinaren nahezu kein Weg vorbei. Mega cooles Tool, VidIQ. Ja, VidIQ ist im Prinzip, da gibt es auch eine kleine Erweiterung für den Chrome-Browser. Und ich zeige dir das am besten einfach mal in der Anwendung. So nutze ich VidIQ. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Video bin, dann zeigt mir VidIQ zu diesem Video und zu diesem Kanal halt sehr, sehr interessante Daten an. Das heißt, ich sehe sofort, welche Tags verwendet die Person, welche Channel Tags, ich sehe, wie ist der SEO Score, also sehr, sehr aufschlussreiche Informationen, an denen ich auch sehen kann, okay, welche Keywords werden benutzt oder beziehungsweise Tags werden verwendet und wo kann ich zum Beispiel für meine Videos dementsprechend noch Verbesserungen erzielen, Nächstes Tool ist GetResponse. Ja, nie, du kennst bestimmt den Spruch, das Geld liegt in der Liste. Und es ist entscheidend oder es ist wichtig, wenn du über das Internet Geld verdienen willst, dass du mit deinen Kunden, mit deinen Interessenten kommunizieren kannst, dass du mit ihnen eine Beziehung aufbauen kannst und dann halt natürlich auch verkaufen kannst. Und das funktioniert am besten nach wie vor über E-Mail-Marketing. Und GetResponse ist da so ein bisschen eine All-in-One-Plattform. Für Online-Marketing. Du hast hier ziemlich viele Tools, die du für dein Online-Marketing einsetzen kannst. Hier kannst du Live-Webinare veranstalten, aber ich nutze es hauptsächlich fürs E-Mail-Marketing. Du hast einen Landingpage-Editor dabei und kannst natürlich auch deine Kampagnen dementsprechend automatisieren. Also schau auch hier mal vorbei, schau es dir an. Ja, und wenn du viel mit Video arbeitest, dann ist natürlich auch eine gute Videobearbeitung wichtig. Und da nutze ich den Video-Editor von Filmora, von Wondershare. Super einfaches Tool, gibt es auch als App, sodass du auch, wenn du mit dem Handy viele Videos drehst, die dort auch gleich bearbeiten kannst. Richtig coole Geschichte, sehr, sehr einfach, sehr simpel, aber lässt. Also keine Wünsche offen, zumindest bei mir. Und mega cooles Tool. Sumo ist ebenfalls ein ziemlich cooles Tool. Sumo ist ein WordPress-Plugin, welches du auf deinem WordPress-Blog installierst und du hast dort in einem Plugin verschiedene Möglichkeiten. Du hast dort die Möglichkeiten, mit diesem Plugin Pop-ups zu gestalten. Du kannst Call to Action Pop-ups erstellen. Du hast aber auch die Möglichkeit, Share-Buttons einzubinden. Eine Smartbar kannst du an verschiedenen Positionen deines Blogs fixieren und ist so, ich hätte jetzt fast gesagt, die eierlegende Wollmilchsau, trifft es aber nicht ganz. Also ist aber ein mega cooles Tool, mit dem du zunächst mal sehr, sehr cool starten kannst und Sumo für verschiedene Einsätze oder Einsatzgebiete dementsprechend verwenden kannst, überwiegend halt auch zur Lead-Gewinnung. Also schau dir das einfach mal an, ziemlich cooles Tool. Was ich dir auch generell empfehlen kann, ist eigentlich alle Google-Apps, alle Tools, die Google dir so anbietet, weil hier hast du wirklich, schreiben sie auch auf ihrer Webseite, das Rundum-Sorglos-Paket.
ja, sei es die Themengebiete Kommunikation, du hast E-Mail, einen Kalender, ja, du kannst über Hangouts kommunizieren, du kannst deine Dokumente verwalten, hier nutze ich sehr stark Google Drive, ja, du kannst dort deine Dokumente ablegen, du hast es jederzeit überall dabei, ja, also hier gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt, ja, und ziemlich coole Geschichte, die du dir genauer anschauen solltest, weil darüber kannst du im Prinzip dein komplettes Business auch steuern. Mega cooles Tool ist auch LastPass. LastPass ist ein Passwort, ja, Manager, wenn man so will. Du hast deine Passwörter alle an einem Ort und du kannst es ja auch sehen, du kannst es, ja, es wird synchronisiert auf allen ja, mobilen Geräten. Ja, in der Bezahlversion kannst du auch sogenannte Container erstellen und kannst dann dementsprechend deine Passwörter mit anderen teilen. Das ist dann interessant, wenn du zum Beispiel mit virtuellen Assistenten arbeitest, dass die einen speziellen Container haben für die Tools, die sie etwas angehen, hätte ich jetzt gesagt, und kannst dann dort dementsprechend Zugangsdaten bereitstellen, und wenn die Zusammenarbeit beendet ist, kannst du das Ganze aber auch dann wieder sperren, ja. Also richtig cooles Tool, gibt es auch schon in der Free-Version und ja, ist mein Passwortmanager erster Wahl. Ein weiteres Tool ist QCK Mail, ja, ich hoffe, ich habe das jetzt da richtig ausgesprochen. Das ist eins, ja, hätte ich jetzt fast gesagt, von meinen am meist verwendeten Tools. Zumindest ist es gefühlt so. QCK Mail macht im Prinzip nichts anderes als, ja, du kannst dort eine Nachricht eingeben und diese dann mit Übersenden an das von dir hinterlegte E-Mail-Postfach weiterleiten. Und ich nutze es halt super gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto unterwegs bin oder ja, oder mir gerade irgendwo kurz eine Idee einfällt und ich möchte die festhalten, dann nutze ich immer die Diktierfunktion von QCK Mail, drücke auf Senden. Und kann dann quasi einfach ins Handy sprechen und die Nachricht wird dann dementsprechend übermittelt per Text. Und dann, wenn ich wieder am Rechner bin, kann ich dann ja, die Notiz dementsprechend weiterverarbeiten. Entweder ich lege sie in Trello ab oder schicke sie an die Person, die dafür gedacht ist, ja, vielleicht was. Ja, die vielleicht die Arbeit ausführen soll oder was auch immer. Ja, oder ich lege es einfach in mein OneNote ab, ja, wenn es eine Idee war für ein späteres Projekt oder wie auch immer. Also für mich ist es sehr, sehr, also ich nutze es sehr, sehr häufig und ja, finde, ja, dass es wirklich ein richtig cooles Tool ist, ja. Gut, das nächste Tool ist Trello. Trello ist nutze ich für mich hauptsächlich, um ja meine Aufgaben ja zunächst mal um Ideen festzuhalten und diese dann eben halt nicht zu vergessen. Dann nutze ich Trello dazu, eben meine Wochen und Tage zu planen, um die Aufgaben halt dann dementsprechend nicht aus dem Auge zu verlieren und immer genau zu wissen, wo bin ich jetzt mit welcher Aufgabe, was muss als nächstes getan werden. Wenn du im Team arbeitest, ist Trello auch eine super Möglichkeit, ja, eine gute Methode eben, Projekte mit deinen Mitarbeitern oder Assistenten dementsprechend zu teilen, zu organisieren und ja, dass man eben auch gemeinsam an einem Projekt arbeitet. Du siehst hier, Trello funktioniert über sogenannte Boards. Dort kannst du einfach dann deine Informationen in diese Karten ja dann dementsprechend eintragen und siehst dann auch immer ganz genau, okay, wo an welcher Stelle ist jetzt welcher Arbeitsschritt zum Beispiel, kannst eben deine Arbeitsabläufe darüber festhalten. Ja? Es gibt auch coole Anwendungsbeispiele. Ich schaue mal kurz, ob ich jetzt hier den Button auf die Schnelle finde. Das heißt, das sind zum Beispiel schon Boards, fertige hinterlegt, die du dann für dich übernehmen kannst. Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, ist aber ja ziemlich cool. Das heißt, du kannst schon ja, Boards für dich einfach in dein Trello importieren und kannst dann die dann eben nach deinen ja, Wünschen anpassen.
Weiteres cooles Tool ist Kuku.io. Und zwar ist es im Prinzip ein Social Media Management Tool, ja, wo du eben deine Kanäle ja, dementsprechend, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, automatisieren kannst. Du kannst dort Nachrichten erstellen, Bilder hochladen, die einzelnen Netzwerke auswählen, auf denen du das teilen willst, kannst das Ganze dann halt auch terminieren und ja, kannst eben, wenn du zum Beispiel mal im Urlaub bist, ja, die Zeit mit, in der du in Urlaub bist, eben deine Posts vor, ja, erstellen und dann eben zum gewünschten Zeitpunkt ja von kuku.io ja, veröffentlichen lassen. Also eine richtig coole Alternative, ist in der Basisversion auch gratis. Ja, ziemlich cooles Tool ist auch simplefax.de. Das ist mein Fax für unterwegs. Wenn ich unterwegs bin, muss ein Fax versenden, ja oder wie auch immer, dann kann ich hier einfach mit meinem Smartphone ein Foto machen, das Ganze auch zu SimpleFax hochladen und dann ja versenden. Du kriegst quasi eine eigene kostenlose Faxnummer und ja, hast so dein Faxgerät eigentlich auch dann immer dabei. Und WeTransfer ist ein ziemlich cooles Tool, ja, in dem du große Dateien quasi ja, verschicken kannst. Ja, also manchmal ist es so, dass wenn du jetzt zum Beispiel große Dateien an jemand anderen per Mail verschicken möchtest, kann es passieren, dass der Dateianhang zu groß ist und dafür nutze ich dann immer WeTransfer. Ja, du gibst dir einfach deine E-Mail-Adresse ein, kannst eine Nachricht hinterlegen, gibst die E-Mail des Empfängers an und kannst hier über diesen Button hier Dateien hinzufügen, Dateien bis zu 2 GB hochladen und diese werden dann versendet und bekommst auch eine Benachrichtigung, wenn die Person dann diesen Inhalt runtergeladen hat. Ja, das war sie nun, ja, die Liste meiner Online-Marketing-Tools, die ich verwende. Und ich habe dir ja unterhalb des Videos ja nochmal ein PDF-Dokument bereitgestellt, welches du dir runterladen kannst, wo nochmal ja diese und noch viele weitere Tools und Plugins ja aufgelistet sind. Das ist quasi so ein Blick in meine Werkzeugkiste, welche Tools ich verwende. Kannst du dir gratis herunterladen. Ansonsten, wenn diese Informationen für dich hilfreich waren, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Ganzen hier einen Daumen hoch gibst, das Ganze likest oder ja eben ja mit deiner Community teilst. Man weiß ja nie, für wen diese Informationen denn wichtig sind. Ansonsten abonniere hier oben ja meinen Kanal und verpasse keine weiteren ja Videos und neue Inhalte und weitere Videos findest du hier ja in den Playlisten und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen. Such dir das Tool raus, welche oder die Tools raus, die dir ja am meisten zusagen und in diesem Sinne, wenn du Fragen hast, nimm Kontakt mit mir auf, schreib in die Kommentarfunktion. Ich freue mich ja von dir zu hören. In diesem Sinne alles Gute, maximalen Erfolg. Bis dann. Ciao, ciao. Thank you.